Von der Entstehung der Welt. Am Anfang war das Nichts, und das Nichts war leer. Da fiel der Same des Werdens auf das Nichts, und siehe, das Nichts empfing den Samen, um das Sein zu gebären. Doch auch der Same des Vergehens fiel herab, und siehe, das Nichts empfing auch diesen Samen. Und so wuchsen Ormut und Alaman im Schoße des Nichts heran. Da erkannte der noch ungeborene Alaman, dass Ormut der Ältere war und ihm nach ihrer Geburt das Recht zustehen würde, die Welt nach seinem Willen zu erschaffen und zu beherrschen. Und Alaman ward von Neid und Missgunst erfüllt und versuchte, als Erster aus dem Leib der Mutter Nichts zu entkommen, auf dass er der Erstgeborene wäre. Doch solange es keine Schöpfung gab, war die Vergänglichkeit machtlos, und Alaman bemühte sich vergebens. Und so geschah es, dass Ormut als Erster geboren wurde und sein Licht den Beginn der Schöpfung ankündigte. Und kaum, dass Alaman den Schoß des Nichts verlassen hatte, schuf Ormut aus dem Nichts die Welt. Und Alaman betrachtete, was Ormut geschaffen hatte, und schwieg. Dann schuf Ormut Berge und Täler, Höhen und Tiefen, Seen und Meere. Und Alaman betrachtete, was Ormut geschaffen hatte, und schwieg. Dann schuf Ormut allerlei Pflanzen zu Lande und zu Wasser, und die Pflanzen trugen Blüten und Früchte. Und Alaman betrachtete, was Ormut geschaffen hatte, und schwieg. Danach schuf Ormut die Tiere und Fische zu Lande und zu Wasser, und die Tiere gaben Milch und Wolle. Und Alaman betrachtete, was Ormut geschaffen hatte, und immer noch schwieg er. Schließlich wandte sich Ormut an Alaman und sprach: Was blickst du auf mein Werk und sprichst nicht? Doch Alaman antwortete nicht. Und so wandte sich Ormut wieder seiner Schöpfung zu und ließ seinen Samen auf die Erde fallen, und wo er hinfiel, da entstanden die Menschen, seine Kinder. Und Ormut blickte sie auf sie herab voller Gefallen. Da sprach Alaman: Du hast mir an deiner Schöpfung keinen Anteil gewährt, darum werde ich zu ihrem Vergehen beitragen. Was du erschaffen hast, will ich zerstören. Und Alaman riss sich die Fingernägel aus und warf sie auf die Erde, und wo sie hinfielen, da wucherten Gestrüpp und Dornen. Und Alaman riss sich die Haare aus und warf sie auf die Erde, und fortan wandten sich Giftschlangen und allerlei tödliches Gewürm zu Lande und zu Wasser. Und Alaman spuckte auf die Erde, und wo der Speichel hinfiel, entstanden gar grausige Kreaturen und Geschöpfe, Kinder des Alaman und so verderbt wie er. Und Alamans Kreaturen warfen sich auf Ormuts Kinder, um sie zu vernichten. Da sprach Ormut: Du irrst dich, Bruder, wenn du glaubst, dass ich meine Kinder ohne Schutz lasse. Und Ormut sprach zu einem kleinen, unscheinbaren Vogel: Wenn du mir dienst und meinen Kindern meinen Segen bringst, so will ich dich auszeichnen vor allen anderen Vögeln, auf dass sie dich ewiglich ehren mögen. Und Alaman sprach zu dem Vogel: Wenn du mir dienst, mache ich dich zum König aller Vögel, auf dass sie jedem deiner Wünsche und Launen gehorchen müssen. Doch der Vogel hörte nicht auf Alaman, sondern er brachte dem Menschen Ormuts Segen, das Feuer. Und das Feuer machte die Menschen so stark, dass sie Alamans Kreaturen fast vernichteten. Der Vogel jedoch wurde von Ormut mit ewigem Leben und einer magischen Stimme belohnt, und seither kennen ihn die Menschen als den Wundervogel Phönix. Als der finstere Alaman dies sah, ward er sehr zornig, und er erhob die Hand gegen seinen Bruder und stach ihm ein Auge aus, so dass eines der beiden Tagesgestirne erlosch. Und das Blut schoss Ormut aus dem versehrten Auge und verwandelte sich in lauter Geister und Feuerwesen, die Ormut huldigten und schworen, seine Schöpfung zu verteidigen. Und Ormut blickte seinem Bruder Alaman an und sprach: Siehe, Bruder, du kannst nicht gewinnen. Meine Macht ist größer als die deine, doch ich will dir nicht zürnen und nicht meinerseits die Hand gegen dich erheben. Diese Worte erzürnten Alaman noch viel mehr, und er rief aus: Heute gewinnst du,
Doch die Zeit wird zeigen, wer von uns der Stärkere ist. Und Alaman stach sich das rechte Auge aus und schwarzes Blut schoss hervor. Da entstanden zahllose Teufel und Dämonen und huldigten ihm und schworen, Ormuts Geschöpfe zu vernichten. Alaman aber ging fort, weil er das Licht seines Bruders nicht länger ertragen konnte und zog mit seinen Heerscharen in die Unterwelt. Ehrenwerte Freunde und Zuhörer, willkommen in Escher. Genauer gesagt in Kairawan, das Land am Sabir. Und wir befinden uns in Kairat, der Hauptstadt, der Sitz des Sultans. Wir befinden uns auf dem großen Basar in Chanelochili und dort sehen wir die verrücktesten und seltsamsten Gestalten herumlaufen. Wir sehen in einem Teehaus sitzen den weisen Richter, Walid, den Südholzvergeufelten Dahu, Hasib, den Flötenspieler. Wir riechen die verführerischen Düfte vom Shawaya al-Hassim, dem beliebten Haus, wo gute Schichtkebas, Köfte, auch gebratene Auberginen gereicht werden. Und wir sehen Maruf, den Schuhflicker, den armen Schuhflicker, wie er dort sitzt und einem fremden, einem rosenhäutigen Mann seine gerade geflickten Sandalen reicht. Für nur 3 kupferne Darik musste der arme Maruf. Da wird seine Frau Fatma wahrscheinlich eines Tages nicht sehr freudig drüber sein. Er reicht dem Fremden die Schuhe. Und der Fremde ist ein Mann, den wir uns jetzt genauer ansehen. Dennis. Was, wer du bist? Ich höre. Ja, der Mann heißt Benedetto Crivelli. Er kommt aus den Küstenstaaten, ein Land, das nicht weit weg von Escher liegt, aber komplett anders ist. Er ist Mitte 20, hat blonde Haare, aber nicht so einen stattlichen Bart, sondern eher so ein, ja, der Bart wächst nicht so dicht. Er ist ein so ein fleckiger Bart, trägt komplett offensichtlich auch ausländische Kleidung, eine andere Kopfbedeckung wie ihr, also eher sowas hier. So einen Hut, hat eine so eine große goldene Scheibe um den Hals hängen, größer als das hier noch. So ein schwarzes, langes Gewand, das von 2 bronzenen oder kupfernen Knöpfen geschlossen wird. Ein Gürtel dazu, auf seinem Rücken einfach nur einen Reiserucksack, der sehr prall gestopft ist. Und dem auch noch so ein Tuch von einem Turban raus, so irragt. Ja, ein Rucksack dabei und ja, offensichtlich ein Fremder. Und am Gürtel trägt er einen Dolch, den man sehen kann, und einen Rapier. Und auf diesen Fremden kommen nun 3 Leute der Stadtwache hinzu. Einer von denen hat ein scharfkantiges Gesicht und einen falkenähnlichen Blick. Sie treten genau auf Maruf, der noch kniend davor sitzt, und auf den Fremden hinzu. Und sie laufen. Der eine dort, dieser Rasul, stellt sich vor, dir Fremder, ich bin Rasul. Und er guckt runter und sagt, du bist hiermit festgenommen. Er schaut dich nicht an, er schaut nach unten auf Maruf, den Schuhflicker. Ah. Ja. Ausgezeichnete. Ja, und so wird Maruf von den beiden Wachen festgehalten. Und sofort versammelt sich das Volk, um zu schauen, was dort los ist. Man hört aus all den Reihen, da du ja gut Scharidisch sprichst, hörst du aus den Reihen, oh, der arme Maruf, oh, der arme Maruf, was hat er wohl verbrochen? Ja, was hat er getan? Ne? Diebstahl. Diebstahl am Shuaya, am Grillhaus. Dort vorne hat er gestohlen. Der Besitzer dieses Shuaya, der Hasim, tritt nach vorne. Das ist ein Typ mit einem kleinen Bauch, einem gelben Oberteil und einer roten Jacke und ebenfalls einem roten Turban und nur einem kleinen spitzen Bart. Er tritt mit einem Lächeln heraus und ruft, jawohl, er hat mich betrogen und bestohlen.
Sei Ormut mein Zeuge. Und die Männer schicken sich an, ihn wegzuschaffen. Ja. Die Menge sammelt sich. Es bekommen alle mit. Im Teehaus heißt es auch Stimmung. Nuri und Nura, die Zwillinge, erscheinen auf dem Platz. Ja, ich weiß nicht, was soll ich machen? Ist nicht, ich kann nichts mehr machen. Ich schaue mir die Menge so ein bisschen an, wie die drauf reagieren. Die sind wahrscheinlich auch ein bisschen schockiert. Sämtliche Leute auf der Straße sind recht schockiert, weil man eben Maruf als einen armen, trotzdem sehr ehrlichen Mann kennt. Und keiner von euch, der auch dort sitzt und das mitbekommt, ich weiß ja, wer so noch in der Nähe ist, der würde denken, dass Maruf jemals etwas stehlen würde. Die beiden Wachen packen Maruf, den armen, aber ehrlichen Schuhflicker, so wie er bekannt ist, und schleifen ihn nun den Marktplatz langsam entlang. Und Rusul schreit auf zum Kadi, auf zu Usama dem Strengen, auf das er hart gerichtet wird. Ich frage irgendjemanden, der neben mir steht, die Zwillinge. Ja, du siehst zwei Zwillinge. Das sind, die Frau trägt einen fast durchsichtigen Schleier. Das ist ein männliches und weiblicher Zwilling. Die haben beide so ovale Gesichter, sehen recht komisch aus, ja, und haben beide so einen sehr süffisanten Ausdruck. Nun ja, wenn er ein Dieb ist, sagt das eine, der eine Zwilling, der weibliche, der männliche, lächelt nur süffisant. Und sie schauen dich an. Was war eure Frage, Herr? Friede sei mit euch. Friede sei auch mit dir. Was wird aus ihm in eurem Land, wenn er jetzt schuldig ist? Er wird gerichtet werden. Wie sieht das aus? Der Kadi wird entscheiden, was mit ihm passiert. Na, was ist denn so üblich für was? Diebstahl? Wer dir etwas bestohlen hat, Hand ab. Oh. Na, dann besser nicht stehlen. Ja. Ich suche mir jetzt erstmal eine Unterkunft. Hab Dank. Was ist hier los? Was ist hier los? Hörst du eine Stimme. Und da steigt eine neue Person auf. Wer ist das denn? Das ist Sayyid Al-Azhar. Er ist ein Molukkensohn, der einen Parfümladen hat hier in der Stadt. Er hat einen krummen Dolch so vorne in seinem breiten Gürtel und an der Seite trägt er einen Säbel. Es sieht jetzt nicht so aus, als hätte er jemals viel gearbeitet. hat einen schwarzen Bart und du vermutest mal schwarze Haare. Er tritt auf den Plan. Der arme Maruf. Mhm. Dieser Rusul, wer beschuldigt diesen Mann? Beschuldigt wird er vom Shuwai al-Hassim. Von der guten Grillstube dort vorne, von der es jetzt wieder so lecker duftet. Du riechst die gebratenen Schich, die aufgeschichteten Köfte. Du riechst sogar Fisch. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Aber trotz alledem schreie ich: Du Hund, du Sohn der Lüge, der gute Maruf, jeder kennt ihn. Hast du Beweise für deine Anklage? Hassim hat sie und wird sie vortragen vor dem Kadi. Du darfst mal einen Wurf auf Intelligenz würfeln. Wenn ich das würfeln muss, sagt das viel über mich aus. Das wird gut. Wir werden sehen. Wo habe ich mich denn? Da habe ich mich. Oh, um 38, 39 besser als seine 5. Das ist doch gut. Du erinnerst dich, den armen Beruf immer gesehen zu haben, wenn er sich so sein Brot mit dem Fuhl, ne, diesen eingekochten Bohnen geholt hat. Und er saß immer direkt neben der Grillstube, hatte aber nie was gekauft. Er hat immer nur das Brot mit diesen Bohnen gefressen. Das Brot mit dem Bohnen kostet natürlich nur ein Danik. So ein Spieß kostet schon 2 Danik.
Ja, klar. Und man weiß ja, wie seine Frau Fatma ist. Ja, der Arme. Ja. Du stehst dort und Nuri und Nura werden auf dich aufmerksam und kommen direkt mit einem Lächeln auf dich zu. Nein. Sie stehen direkt neben so einem Fremden. Seid gegrüßt, Schwager in der Zukunft. Ach, verdammt, ich drehe mich um und gucke, ob Shakil mitgekommen ist. Aber natürlich ist Shakil mitgekommen. Shakil, wie siehst du denn an? Ja, der Shakil. Oh, sei Dank. Du brauchst ja nur zu beschreiben, wie du aussiehst. Richtig. Der Shakil ist ein typischer Einwohner in diesem Land. Er hat einen gepflegten, dünnen Spitzbart, nicht ganz wie der Spieler. Schwarze Haare, braune Augen, ist relativ athletisch, würde man so von seiner Kleidung sagen, ist aber angezogen wie ein einer der nicht gut verdienenden Leute, die dort tragen würden. Du hast doch noch so einen Bauchladen und einen Affen. Richtig, darauf möchte ich natürlich auch wieder kommen. Er hat wahrscheinlich einen Affen jetzt gerade auf der Schulter. Und man sieht so ein doch etwas größere Säckchen als das, was man normal rumtragen würde. Wahrscheinlich in der Nähe seines Bauches rumschwabbeln. Und ich glaube, der eine oder andere von euch, der hier ist, der weiß es, wenn man was passiert, wenn man zu Usama geschickt wird, ne? Mhm. Kadi. Ja, den Blick wirst du wahrscheinlich auch in den Augen von Shakil sehen, Said. Du musst wahrscheinlich so ein bisschen zusammen sein. Said, das ist nicht gut, wenn dieser Mann zu diesem Richter geht. Dieser Richter ist sehr streng. Die alternative Strafe könnte natürlich auch Sklaverei bedeuten. Beides blöd. Beides blöd. Ja, ich würde auf jeden Fall versuchen, meinen Unmut darüber auszudrücken. Und würde versuchen, mehr Leute zu inspirieren. Ja, es kommen mehr zu dir. Der Flötenspieler hört auf zu spielen und stellt sich neben dich. So ein Unglück. Der Süßholzverkäufer steht bei euch, der gute Duha. Ja, dann beginne ich ja wohl mal ein bisschen das Leid zu klagen. Ja, über den armen Maruf. Ja, seine Frau Fatma, sie wollte doch immer nur einen Honigkuchen. Heute habe ich ihm erst einen Dirham gegeben, damit er einen Honigkuchen kaufen kann, damit Fatma ihn nicht wieder schlägt. Warum sollte er etwas klauen? Und das in deiner schäbigen Grillstube, du Sohn der Zwietracht, ja? Ja, jetzt tut sich ein kleiner Pulk auf. Das ist genau richtig. Die Sache kommt erstmal in Stocken. Dieser Pulk, das wäre der Moment, wo ich auftreten würde. ja, ich spiele die Waffia. Die Waffia ist recht klein, recht unscheinbar, hat auch landestypisches Aussehen, dunkle Haare, sonnengebräunte Haut. Aber wirklich völlig unscheinbar. Also sie hat lange, weite Sachen an, also viele Schichten übereinander, wo man vermuten könnte, dass viele Taschen mit vielen Gegenständen sehr viel Platz finden und sehr unauffällig da drin sind. Auch weite Sachen, in denen man sich gut bewegen kann, ist barfuß unterwegs und hat eigentlich meistens einen etwas gehetzten Blick und beobachtet schon immer so, was um sie herum los ist. Also beruflich hast du mit Maruf, dem Schuhflicker, nichts zu tun gehabt. Nein, aber Maruf und ich sind sehr gute Freunde, weil wir kennen uns schon seit vielen Jahren, weil ich in der Stadt groß geworden bin. Und natürlich ist Maruf auch jemand, der sehr viel mitkriegt und so einen guten Bekannten möchte man unbedingt an die Stadtwache verlieren. Und dadurch, dass ich vorher schon über den Marktplatz so ein bisschen geschlendert bin, um zu gucken, wer da alles so ist, habe ich mir allen Mut zusammengenommen, da ich auch Walid al-Hakim gesehen habe und dachte so, okay, jetzt ist gerade so viel Aufmerksamkeit. Ich nehme allen Mut zusammen, weil Maruf einfach ein guter Bekannter ist und gehe zu dem sehr ehrenvollen Richter. Natürlich mit Fluchtmöglichkeiten, dass man schnell da wegkommt. Und würde ihn ansprechen, weil ich denke, er kennt mich noch nicht. Und das sollte eigentlich auch, eigentlich möchte ich das nicht und eigentlich sollte es so bleiben. Aber ehrenwerter Walid al-Hakim,
Ihr seht den armen Rasul, nee, nicht Rasul, Maruf da vorne. Er ist immer hier in der Stadt und niemals hat er irgendjemandem was zuleide getan. Bitte, er wird gerade abgeführt für ein Verbrechen, was er mit Sicherheit nicht begangen hat. Lenkt eure Aufmerksamkeit darauf, bitte. Du kniest neben ihn nieder. Klar. Jammer, und hält seine Hand aus, dass er sich am Ärmel festhalten kann und fasst dann auch deine Hand. Und schaut dich an. Sag, Kind, kenne ich dich nicht? Nein, werter Herr, höchstens beim Vorbeigehen. Ich stamme aus der Stadt. Nicht sonst vielleicht schon mal beim Kadi gesehen? Nein. Nun gut, das soll aber jetzt nichts zur Sache tun. Erzähl mir mehr. Maruf ist verurteilt worden oder ist er noch nicht tot? Er ist noch nicht verurteilt. Er soll was geklaut haben. Ihr seht die riesige Menschenmenge da vorne, die Aufruhr. Und das würde ja nicht sein, wenn jemand glauben würde, dass er schuldig ist. Ihr kennt Maruf. Er putzt alle Schuhe hier in der Stadt. Er hat nie was. Und mit seiner Frau Fatma ist es ja auch nicht sehr leicht. Er würde garantiert sich keinen Unmut von seiner Frau einfangen wollen, indem er irgendwas klaut. Gut, meint er so. Du kommst mit mir und führst mich hin. Werte Herr, das kann ich nicht. Ich habe es nur gerade mitgekriegt. Ich muss weiter. Bleib mein Mann zu Hause, er wird sehr zornig sein, wenn ich jetzt mit euch gehe und noch mehr Zeit verplemper. Ich wollte wirklich nur Maruf helfen. Ich wollte euch gar nicht weiter belästigen, aber ich kann nicht mit euch kommen. Bleib in meiner Nähe. Du läufst nicht weg, sagt er. Der geht hin, legt die Schicher beiseite. Er hat so ein kleines Büchlein, aus dem er liest. Das legt er dann rein, in seinen Kaftan verschwindet es tief, setzt seinen Tee zur Seite und steht in aller Gelassenheit auf und geht auf den Platz. Auf den Platz, wo gerade Rusul versucht, den Abendmaruf mit seinen Leuten dort wegzuzerren. Als er ja unterbrochen wurde je von irgendeinem Empörkömmling aus dem Süden. Und Rusul geht jetzt mit seinem falkenscharfen Blick in die Richtung eines gewissen Said. Nicht, ich bin Said Al-Weber. Der Spielleiter. Und näher als ein Yassayid, der mit 2 Y geschrieben wird in diesem Spiel, geht auf ihn zu. Sehe ich das? Gesagt? Ja, du stehst daneben. Neben den Richter. Den Richter siehst du noch nicht. Der kommt gerade. Die kommen jetzt gleich. Mach mich übrigens sehr klein hinter diesem. Dieser Rusul kommt an. Aber du kannst einen Wurf auf Wahrnehmung oder Sehen würfeln, Dennis. Also hier, Shakir, müssen wir uns mal gewöhnen. Aber er kommt gehen, dann kannst du vielleicht den Richter sehen, wenn es bei dir klappt, ja? Und der kommt aber auf dich zu, Said. Ja, ich würde einmal kurz Wahrnehmung würfeln. Okay, sehe ich nicht. Ja, du kriegst vielleicht was mit, dass da hinten was kommt und eine Menge sich jetzt Platz macht. Also außerhalb der großen Menge macht jetzt da so eine kleine Menge so eine Schneise. Ja. Und da siehst du, dass da wieder was los ist. Möchtest du da hinlaufen? Wenn dieser Mann, den ich eindeutig kenne und sehr gute Verhältnisse mit diesem Mann, mein Gott, das ist irgendwie so, möchte ich natürlich zum guten. Ich bin Shakir. Said ist der andere. Genau. Er dreht sich herum und guckt jetzt auf diesen Said und geht auf Said zu und sagt: Ah ja. Der Sohn eines Mulluks nennst du dich? Wie schön. Hast du Recht und Gesetz zu reden hier? In Kairat? Rasul. Ehrenwerter Rasul. Freund der Gerechtigkeit. Ich bitte doch nur, denk daran, das ist Maruf. Auch du kennst ihn. Ich wage es, mich nicht gerecht zu sprechen, nein. Aber siehe doch selbst. Möge Allahmanns Auge uns niemals treffen, aber Ormunds Auge uns erleuchten. Das stimmt etwas nicht. Es ist ein böser Widerspruch. Mach mal einen Wurf auf Beredsamkeit. Du kriegst +4 auf den Wurf. Ein guter Skill, um sich rauszureden, ja? Ich versuche eigentlich nur, also der ist echt ein armer Teufel, Freunde, wirklich. Ich würde gerne den Rasul, ist das der Wachmann, ne?
Das ist der quasi wie so ein Hauptmann. Ich würde ihn gerne einschätzen, während er Michael redet. Das kannst du machen, dann darfst du einen Wurf auf Menschenkenntnis machen. Was, ob er nur so tut? Ja, aber ob er so nur ein Pfau ist? Oder ob er wirklich durchziehen will? Das bleibt für dich vorerst mal lange im Dunkeln. Ach so. Ja. Said hat es nicht geschafft. Du hast geschafft. Jawohl. Das ist nicht nur ein Pfau, der Typ ist eiskalt. Der hat momentan so ziemlich die dicken Hosen an, wird man hier bei uns sagen. Ja? Und dort wird man sagen, der wird zwar, ja, der hat kräftig was zu sagen. Ich würde, ja, solange der Blick auf den Said wartet, mich abwenden und ein bisschen zur Seite stehlen, sodass ich nicht direkt in seinem Blickfeld bin und nicht direkt auffalle. Was vielleicht auch gut ist. Ich würfel jetzt auch mal einen bösen Wurf. Mein roter Wurf ist mein immer böser. Du siehst, während er dich anguckst und du ihn versuchst zu belabern mit Beredsamkeit, was nicht so gut war, merkst aber, dass er abgelenkt ist. A, durch die Menschenmenge. B, in dem Augenwinkel scheint er irgendjemand erkannt zu haben. Dann würde ich es tatsächlich mit Verführen probieren. Und würde Anführen ihn loben. Anführen ist für euch, das wäre auch Beredsamkeit. Aber ich kann auch Schauspielern für die Theatralik, wenn du möchtest. Das kannst du möchtest, ja, dann lob ihn mal. Ja, also ich gehe hin. Du hast doch so viel zu tun. Ja, so aufmerksam, wie du durch die Straßen gehst. Dein Blick entgeht nichts, aber diese Kleinigkeit, lass mich mit dem Händler eine Einigung treffen für den armen Maruf. Ich bitte dich um deiner Größe wegen. Du hast doch auch Wichtigeres zu tun, als so einen kleinen Wurm im Staub zu drücken. Du bist doch ein großer Mann, ein Mann von Ehre, ein Mann, der viele Taten vollbracht und noch viel größere vollbringen wird. Du bist ein wahrer Freund dieser Stadt. Dann mach deinen Wurf. Ich mach meinen Wurf. Bla, bla, bla. Ja, es ist so. Ja, du kannst ja jetzt, Aldo, ja. Du darfst machen. Ich fange an zu tanzen, also innerlich. Du kannst dir jetzt sogar einen Praxispunkt aufschreiben. Genau, du darfst dir einen Praxispunkt aufschreiben. Du siehst ihn jetzt so richtig groß neben dir werden, wenn du ja kleiner wirst. Ja, ja. Dann so die Hand auf deine Schulter so gönnerhaft legen und sagen, ja, aber ich muss ihn leider vor einen Kadhi bringen. Er ist angeklagt worden. Und wie du sagst, ist das die Aufgabe eines großen Mannes. Vor Omuts Glanz will ich es tun. Aber gut, dass du diese Erkenntnis hast. Sohn eines Muluk. Und er fühlt sich gerade ganz groß. In dem Augenblick öffnet sich die Menge und Walid der Weise erscheint dort und ruft vom Balken: Husul, du möchtest ihn zwar ein Kadhi führen, ich stehe hier. Du brauchst also gar nicht weit zu laufen. Sensationell. Der Russ hier. Ich erlebe einen Gerichtsprozess direkt vor Ort, damit. Ja. Ja, aber der Kadhi ist nicht an seinem Platz. Walid der Weise sagt: Das Verbrechen wurde direkt hier begangen. Was gäbe es Besseres, als direkt hier Gericht zu halten? Und schaut sich um. Und aus dem ersten Laden wird so ein kleiner Tisch und ein Teppich rausgebracht. Und so ein paar Kissen. Super. Und Walid der Weise setzt sich dorthin. Und es werden noch so ein paar Tische aufgesetzt. Sehe ich Hamdi? Ja, du siehst auch Hamdi. Ich rufe Hamdi, der soll sofort eine Auslage mit Parfums machen und die sofort hier hinbringen zum Verkaufen. Ja. Ja. Während ich mir den Staub aus den Klamotten. Ich würde mir. Wer ist Hamdi? Hallo, ein Straßenjunge. Ist ein kleiner Straßenjunge, der für mich arbeitet. 15-jähriger Straßenjunge läuft los und kurze Zeit später kommen eine relativ stark geschminkte Frau mit einem vollkommen durchsichtigen Schleier. Ein so ein Typ mit so auch so einem ovaleren Gesicht und ein bisschen besserer Kleidung und noch einer, der mehr aussieht wie so ein, ja, gut gekleidet, ne, volksmäßige Sachen, aber immer sauber und gut. Die kommen an, machen direkt Ausnahmen, bringen auch ein Tisch hin und so und stehen auf der Straße und mittlerweile füllt sich der gesamte Marktplatz. Ja? Aus allen Ecken und Enden kommen, aus allen Läden kommen die Leute raus, während Walid sich hinsetzt und die drei Wachmänner oder die Soldaten, die Stadtwache, den armen Maruf nach vorne bringen
uns direkt vor Walid den Weisen legen. Wie nah wollt ihr denn an dem Geschehen dran sein? Ihr seht in dem Moment, war vielleicht, ist es nicht so, ist es nicht so geheim oder so, ich krame in so einer Tasche, da sind viele so Schriften drin, und hole so einen kleinen Trichter raus, der ist aus Kupfer, ja, und halte mir den so ans Ohr und lausche dem, was da passiert. Du bist ja schwierig. Ja. Ich sage mal so, meine Meister ist nicht, sagen wir, Arbeitssicherheit ist bei meiner Meister nicht gerade groß geschrieben worden. Ich würde mich gerne, also der Shaquille würde sich gerne am Rande der Verhandlungen, nicht direkt im inneren Kreis, wo jeder ihn sehen kann oder auch vielleicht gesehen werden kann, ist, sondern vielleicht eher hintenrum. Und würde gerne Leute ansprechen. Zum Beispiel Medikamente, sonstige Kleinigkeiten kaufen möchten. Und du möchtest verkaufen? Ja. Du rennst durch die Straßen, versuchst zu verkaufen, der Parfümladen versucht zu verkaufen. Was sind das für Leute? Was müsste Mafia denn tun? Also, ich würde es mich nicht wagen, vor dem ehrenwerten Richter abzuhauen. Das wäre, glaube ich, die dümmste Sache, die ich machen könnte. Aber wenn die Menge so eng ist und sich alle zusammendrängen und mich jemand ein bisschen nach hinten schiebt, also dann lasse ich mich davon leider ein bisschen mitschieben. Aber ich gucke natürlich, dass ich in Reichweite des ehrenwerten Richters bleibe. Ja. Aber halt ein bisschen außer Sicht. Also außer Sicht. Ehrenwerter Said Alueba. Könntest du noch mal den Richter beschreiben? Wie sieht denn ein Richter so aus in so einer Stadt, in Karat? Er hat quasi, es gibt den Unterschied, man sagt Galabaya oder Kaftan. Ne, Galabaya wäre jetzt dieser normale, wie so ein Unterrock sowas. Ne? Den hat er wahrscheinlich an. Darüber hat er aber auch jetzt, viele tragen Plump, also so Pumphosen. Er hat dann quasi dort einen sehr großen, breiten Gürtel drauf, der mit Goldfäden und sowas bestückt ist. Dann hat er darüber also was, einen Kaftan, der auch zum Zumachen ist, ne, zum Überwerfen. Der ist nochmal zugemacht. Man kann sehen, darüber hat er nochmal einen dicken Gürtel, hat so große, weitere Ärmel und einen vollkommen prunkvollen Turban, über den hier noch ein kleines Bändchen ist, an dem verschiedene kleine Symbole, Embleme sind. Außerdem trägt er sogar drei verschiedene Arten von Amulettenstolz um den Hals. Das scheinen Schutzamuletten gegen böse Magie, Zauber und was anderes zu sein. Ja, er hat ein etwas breiteres Gesicht, einen normalen Bart, ist so ungefähr um die 50, überall ein bisschen grau drin, ja, und setzt sich jetzt dorthin im Schneidersitz, hat ein paar Kissen, lehnt sich aber nicht wie so ein Pascha an, bleibt ganz gelassen, hat seinen Tisch vor sich, ja, und hat den Arm Masuf jetzt an der einen Seite liegen, machen wir hier die linke Seite, und auf der rechten Seite kommt nun der Ankläger. Das ist Hassim, den hatte ich ja schon beschrieben. Wie gesagt, mit dem gelben Hemd, der roten Weste, so einem roten roter Schärpe und so einem roten Turban, einem spitzen Gesicht und einem spitzen Bart und so einem kleinen Bauch. Ne? Und das ist derjenige, der das Schweier hat. Ne? Das ist quasi so ein, ja, so ein Grillverkauf, aber eins der besten hier auf dem Markt. Und der Geruch, der treibt dich schon den ganzen Tag in den Wahnsinn. Irgendwann musst du dir was Leckeres kaufen. Er hat viele Angestellte. Ja? Und die Angestellten, du darfst mal einen Wurf auf Menschenkenntnis würfeln. Ich? Mhm. Ja, ich würde sowieso... Alle anderen, die es haben, auch. Alle anderen, die Menschenkenntnis haben, dürfen auch würfeln. Alle außer die Rosenhaut bekommen plus 4. Ah, molto bene. Ich schreibe ihn mir auf. Ja. Eine PP. Ihr wisst... Ihr seht und ihr wisst, du auch ein PP, René, ne, ein Praxispunkt. Ihr seht und ihr wisst Bescheid, die Angestellten wissen, dass das ein Scheißchef ist. Ja? Das Zeug ist gut, weil die Leute gut sind. Und der meine typ Idee ist. Entschuldigung. Meine Idee ja, war. Der Zeit Aloeba redet aus. Ja, meine Idee war ja, ich wollte gerade auch dann hingehen zu den Angestellten. Ja, Sekunde. Waff ja auch ein Praxispunkt. So, du möchtest hingehen zu den Angestellten, ja? Okay, ja. Du gehst zu den Angestellten hin. Jetzt darfst du. Friede sei mit dir. Herr Friede sei mit dir. Wann soll dieser... ja, gelernt ist Gelernte. Wann soll dieser Diebstahl gewesen sein? Sage mir.
Friede sei mit dir. Wir wissen auch nicht, was unser ehrenwerter Hasim dort hat. Aber heute kam er schon rein und hatte dieses... Nun ja, wenn er eine Haut hätte wie ihr, dann wäre er knallrot gewesen. Ja, aber wie gesagt, er kam ja rein, die Augen waren dunkel, sein Blick war voller Zorn. Oh, Alaman muss ihn heute Nacht besucht haben und mit den schlimmsten Flüchen und Träumen übersehen haben, dass er so schlechte Laune hatte. Und als er dann den armen Maruf dort gesehen hat, der wieder neben unserem Laden saß und dort vorne dann da seine Sachen gegessen hat, da ist er vollkommen ausgerastet und rannte direkt zu Usama, den Strengen, zum Kadi. Also jetzt gerade vor einer halben Stunde? Ja, es war heute Morgen. Wir haben jetzt, ja, das war ganz am Anfang des Morgens. Wir haben jetzt so 2-3 Stunden später. Ne? Die Sonne neigt sich so Richtung Mittag langsam. Beste Zeit, um Ortal abzugehen, mit Omut hochsteht. Was ich ja denke, ich habe ja den Maruf Essens getroffen, bevor er meinen Auftrag erfüllte. Was hat er denn gegessen? Ja, irgend so eine Pams. Dann solltet ihr reden und das sagen. Dann hat er heute ja nichts gestohlen. Ja, um uns mal kurz zu mir hinzugehen. Du siehst hin und du hörst, weil ich den Weisen die Gerichtsverhandlungen mitten auf dem Platz eröffne, was eigentlich auch unüblich ist. Aber das Volk belustigt. Wenn das Volk belustigt ist, ist das Volk zufrieden. Ganz einfach. Ja. Ja. Und er fängt an und eröffnet die Verhandlung. Maruf, der Schuhflicker, du bist noch nicht verurteilt, aber du bist angeklagt, warum, das wollte ich sagen, angeklagt des Diebstahls des Shuwayas al-Hasim. Und Hasim steht dort. Die erste Frage ist hier jemand einer anderen Meinung? Hat jemand aus dem Volk was zu sagen? Ich trete vor. Du trittst vor? Ja. Mhm. Ich, Said al-Azhar, habe etwas zu sagen zu dieser Was Sache. Was hast du zu sagen? Ich gab dem guten Maruf nach getaner Arbeit heute einen Dirham. Damit kaufte er einen Honig. Du meinst einen Danik. Nee, du hast ihm einen Dirham gegeben. Nee, ich habe ihm einen Dirham gegeben. Gestern habe ich ihm einen Dirham gegeben, damit er seiner Frau einen Honigkuchen kaufen kann. Und Pfuhl hat er gegessen. Mit Fladen, so wie er es jeden Tag tut. Und heute tat er es auch und hat Pfuhl gegessen, mit Fladen. Ich glaube nicht, dass ein guter Mann wie Maruf etwas stehlen würde, geschweige denn, dass er sich selbst solch einen guten Spieß wie von dem Laden genießen hätte können. Ja, Shivai al-Hassin. Du hörst die Leute hinter dir raumen, ja, das stimmt. Fatma isst gerne Honigkuchen. Und man sieht ihn niemals etwas essen. Keinmal ein Stück Fleisch von Hasim oder so. Er isst immer sein Brot mit Pfuhl, die ganze Zeit. Immer dort. Wir können ihn alle dort sehen. Du möchtest zurücktreten, nehme ich an. Ja. Kurz eine Aussage. Ja, natürlich. Hinter dir stehen schon Nuri und Nura. Ach, und nehmen dich in die Mitte. Dummer Fehler. Hallo. Ja. Möchte noch jemand was sagen? Nein, ich möchte erstmal nichts sagen, aber ich würde dann, nachdem Said seine Rede gehalten hat, würde ich zu ihm rübergehen. Ja. Was gut ist, Nuri und Nura stehen da. Das ist sehr gut. Du bekommst Unterstützung. Ah, buongiorno. Friede sei mit dir. Ich habe deine Ausführungen eben gehört. Ich kann bezeugen, dass Maruf gegessen hat eine Pams mit einer Brot, bevor er meine Schuhe gerichtet hat. Aber ich weiß nicht, ob ich als Fremdländer hier reden darf. Ich nutze das, um falls keiner mehr Wort erhoben hat, und gehe nochmal in die Mitte. Und ja. Ich würde dich an die Hand nehmen. Yes. Und würde quasi Hand in Hand mit dir auf den großen Platz treten vor die beiden. Und würde sagen, ihr geht jetzt Hand in Hand, Dan. Ist ja klar. Ihr beide geht Hand in Hand, ja, nicht wahr? Er zieht mich doch quasi ja, okay. So davor. Ja, ist okay. Nein. Pass auf. Nein. Wir stehen in der Mitte. Das ist ein richtiges Händchen halten. Ich nehme dich jetzt an die Hand. Ich bin überrascht. Perfekt. Gehe vor den Richter und sage, ehrenwerter Kadi, verzeiht, dieser Fremde kann das bestätigen, dass Maruf heute von ihm
vor ihm ein Brot mit Fuhl gegessen hat. Und ich würde das nutzen und mich wieder mit dem Fremden zurückziehen, aber zur anderen Seite, von Nuri und Nora weg, auf die andere Seite der Meute. Walid fragt nach kurz. Kann der Stern mir das bestätigen? Versteht ihr unsere Sprache ein wenig? Ich verstehe. Ich kann sehr gut eure Sprache. Außer diesem dämischen Akzent? Ja. Falls mich jetzt jemand fragt, der sieht, warum wir ohne Akzent reden, weil wir alles die coolen Leute sind in Escher und er ist der Ausländer. Ja. Deswegen muss er mit Akzent reden, ja? Das, nur einfach mal so. Das erkennt man auch hier an dieser Beschriftung. Mein Name ist doch extra anders. Das also. Sind nicht alle. Der sagt, gut. Dann tritt in selben Moment Rasul mit Hassim an der Seite, dem Shuwaya-Händler, damals mal so Händler, nach vorne und sagt, Hassims Anklage ist nicht der Art, dass die Hände gestohlen haben, sondern seine Nase. Hassim trage vor. Und Hassim geht nach vorne und sagt, jeder kann das bezeugen und bevor ihr beide euch da verstecken könnt, guckt ihr auf dich, Said, und sagt, ist es nicht so, dass er Tag ein, Tag aus neben meinem Laden sitzt? Natürlich ist es so. Und was macht er? Er isst immer sein komisches Fuhl, niemals was Richtiges. Und was macht er? Er stiehlt den Geruch meines Essens. Ich winke ab. Du Sohn der Lüge, das ist doch nicht wahr. Hier riecht alles nach dir und deinen wunderbaren Köstlichkeiten. So viel Geruch könnte nicht von niemandem weggeatmet werden. Du bezichtigst mich als Sohn der Lüge? Bist du auch noch ein Sohn der Taubheit? Du selber, wo jeder weiß, dass du deinen Laden nicht führen kannst und noch nicht mal manns genug bist, die Nura zu heiraten? Aber ich mach dafür nicht den armen Maru verantwortlich. Aber meine Herren, hier geht es doch um was ganz anderes. Und jetzt gibt's Ärger. Was möchte denn dieser Rosenhäutige dort? Ich springe ein wenig auf. Er ist ja knallrot im Gesicht. Hat die Sonne ihn nicht schön gemacht? So lass doch den Fremden in Ruhe. Gib es doch zu, du selbst hattest heute den Hass im Bauch. Nuri und Nora kommen zu dir und stehen dann direkt dahinter und sagen, welch eine Sache, stellt euch vor. Die Leute, die vorbeigehen, wir könnten sie mit Parfüm besteuern und der ein oder andere Händler reibt schon seine Hände. Geruch, der zahlungspflichtig wird. Und so stehen die Leute dort, alle zerrissen auf dem Platz. Du siehst die Ärmsten der Armen, die hier sitzen, dass deren Leben so beschlecht wird, je nachdem, wie dieses Urteil ausfällt. Und du siehst den einen oder anderen dort sitzen. Und Balik schaut rüber und schaut Maruf streng an und sagt, Maruf, mein Guter, antworte wahr. Warum hast du dort immer dein Brot genommen? Der Maruf sitzt da, ja, es ist wahr. Ich kann mir doch die Schicht nicht leisten. Ich kann mir nichts aus dem Shuwaya al-Hasim leisten. Bitte, bitte verzeiht mir, ich habe es immer gegessen, weil der Geruch von dem Gebratenen direkt in meine Nase ging und mein Brot so auch viel, viel besser schmeckt. Aber Nusul ruft, Nusul ruft, seht, der faltenartige Blick von ihm wird total scharf, seht, er gibt seinen Diebstahl zu. Wenn das nun nicht vernünftig geahndet wird, dann bringe ich ihn zu Usama. Oder ich hole Usama direkt hierher. Dann dreht er sich um, lässt seine beiden Wachen dort bei dem Maruf stehen und marschiert direkt wieder in ein Gerichtsgebäude. Also er ist jetzt erstmal weg und holt jetzt seine Kavallerie. Usama, den Mann mit der bösen Maske, weil er die Pockennamen im Gesicht hat. Man nennt ihn auch nur die Pockennamen. Ich sage zu Said. Said, wenn das so durchgeht, das Urteile, dann wirst du noch ein reicher Mann hier. Glaub mal. Jeder muss bezahlen, nur wenn er an deinen Lade vorbeigeht. Es wird fantastisch. Ja. Ich denke, ich muss da schwerere Geschütze aufschlagen. Auffahren. Ich gehe mal nach dem Hamdi gucken, ob der nicht noch ein paar Düfte da hat. Der Hamdi steht dort vorne mit den beiden Soldaten, ne, und hat dort seine Düfte. Und selbst Walid
Der Weise merkt jetzt langsam, wenn Usama kommt, wird es zu einem richtig langen Prozess kommen, der nicht gut für euch alle ausfällt. Zwischenfrage, ja. Wer ist Usama? Usama hast du noch nicht kennengelernt. Wenn der kommt, wirst du ihn kennenlernen. Gut. Wird dir nicht gefallen, weil der mag keine Ausländer. Der mag irgendwie niemanden. Und alle anderen wissen, was das bedeutet. Alle Einheimischen wissen, das kann nicht gut für dich enden. Ja, ich weiß nicht, egal, wer auf der Straße ist. Das ist eine für niemanden gut. Also ich würde mich tatsächlich nochmal an den Richter wenden. Falls, ja, du schaust ihn an. Was möchtest du sagen? Ehrenwerter Richter. Dürfte ich darum bitten, zu bedenken, dass wenn wir beginnen, Gerüche zu versteuern, nicht nur die Großen, also nicht nur wir mit den guten Gerüchen das Problem haben, wir haben auch ein Problem mit den schlechten Gerüchen. So kann es doch nicht sein, dass ein Karawanenhändler zum Beispiel, nun, Geld an ein ganzes Dorf bezahlen muss, weil sein Kamel sich vor dem Dorf entleichtert hat. Die Kosten, die dadurch entstehen würden, wären vielleicht der ganzen Sache etwas viel. Und mein bescheidener Vorschlag wäre es vielleicht, die Luft und die Gerüche Ormut zu überlassen. Oder dem Scheik, wenn er will. Aber die Luft ist doch hier keine andere als in der Wüste. Wenn du mit redest, siehst du von Ferne, das ist so ein bisschen auf so einem Hügel drauf, wir müssen das jetzt Oshu schon mit Usama ankommen. Hey, das muss jetzt schnell gehen, Leute. Also, du siehst Walid rüber, er dreht sich rum, ganz leicht, sieht es in deinen Augen, setzt sich hin. Ich habe mein Urteil gefällt. Guckt rüber zu Maruf. Maruf, wenn du das Tag ein, Tag aus nun schon seit so langer Zeit machst, verurteile ich dich, wenigstens einen Teil dem zu zahlen, als Wiedergutmachung, was so etwas kostet. Damit verurteile ich dich auf 30 Dirham, die du zurückzuzahlen hast. Kannst du diese Dirham nicht aufbringen, bis die Sonne am Mittag steht, wirst du in die Sklaverei verkauft. Aber steht jedem frei, dem guten Maruf nun zu helfen. Boah, der ist der weise Richter. Weißt ich wollte gerade sagen. Boah, 30 Dirham. Für was? Das ist mehr, als ich besitze. Ihr dürft alle einen Wurf auf Intelligenz machen. Intelligenz. Also, das Geld schuldet Maruf erstmal nur euch. Intelligenz? Intelligenz. Direkt auf dem Datenblatt? Wenn jemand 30 Dirham hat, zum locker machen. Ach ja, warum denn nicht? Ich gebe dem 30 Dirham und sag hier euer Ernst. Du siehst, den haben die schon die Hände rein. 30 Dirham. Der Tag wird doch wieder gut. Das war ein schlechter Tag heute Morgen. Aber jetzt ist er gut. 30 Dirham. Der haben die? Für nichts. Ja, nicht der haben die. Der haben's. Entschuldigung, jetzt habe ich mich auch verstanden. Ach so, der Händler. Genau. Ja, der Straßenjunge. Genau. 30 Dirham. Das Arsch. Nicht der haben die. Das ist aber nicht cool. Ne? Ihr wisst, er heißt Walid der Weise. Vergesst das nie. Ja. Seine Urteile sind anders als die anderen. Ja, ich würde dem die 30 geben. Ja, weißt ja, was du auf dem Tisch knallst, ne? Ja, ich mach das natürlich nicht einfach so. Ich gehe natürlich zu den beiden hin, also zu dem Richter und zu dem Händler. Wo bin ich denn? Da bin ich. Und dann würde ich sagen, hier sollst du deinen Lohn haben für dein schändlich Werk. Ich hoffe, dass du eines Tages die wahre Großmütigkeit von Ormut kennenlernst und knall dem hier so einen Sack Geld vor die Füße. Und da sind 30 Dirham drin. Es sind 30 verdammte Dirham drin, ja.
Mein persönliches kleines Königreich. Dein persönliches kleines, ja. Es ist ja nicht so viel. Ne? Oh, es ist ja was? Das ist so ein Jahreseinkommen. So. Hassin geht hin und greift nach dem Sack. Und Walid hält seine Hand fest. Nein, nein, noch nicht. Und dann guckt Walid in die Menge und sucht ein Mädchen. Wo ist ein Mädchen? Und ruft nur so mit der Hand. Komm du mal her. Setz dich am Ende deines Tisches. Des Tisches dort vorne. Der Tisch ist was länger. Pass gut auf. Und schau davon, dass alles zurückkommt. Du siehst den Hassim dort sitzen. Aber meine 30 Dirham. Gierig dort. Er sagt, warte. Maruf zahlt dich auf. Dieser ehrenwerte Herr, dessen Name ist wie? Sayyid al-Azhar. Oh, ja. Sayyid al-Azhar, dessen Haus ich wohl eines Tages besuchen mag, leiht das Geld dem armen Maruf. Und Maruf wird dich auszahlen. Bitte setz dich zu dem Mädchen am Ende des Tisches und lass deine Hände unter dem Tisch. Dann geht er hin, der Maruf zahlt ihn aus. Der Maruf geht hin und nimmt den Sack und reicht nein, Maruf, zahl ihn aus. Ich zeige es dir. Er nimmt einen silbernen Dirham heraus und sagt zum Mädchen, fang und schmeißt den Dirham auf den Tisch. Der Dirham fliegt auf den Tisch, klingt, blinkt, klingt. Sie hört das Klingen der silbernen Münze eines Dirhams. Und Hassim guckt ganz erstaunt, aber der gehört mir. Nein, er hat den Geruch von dir gestohlen und er zahlt dich aus mit dem Klingen der Münze. Und nun hör dir genau die 29 anderen an, damit du das nie vergisst. Boah, richtig gut. Das ist eine Urban Legend, die ich von einem arabischen Freund von mir habe. Die ist super. Schön. Ja, und du siehst das Volk lachen, ja? Ein paar betrübt sein, die Parfüme oder so etwas haben. Aber ansonsten nach 29 weiteren grausamen Klängen für Hassim oder einem noch schlechteren Tag, als er angefangen hat, löst sich die Menge auf. Du siehst sogar im Haus Hassim die Leute lachen. Und du siehst ihn gehen und du wirst wahrscheinlich den Rest der Woche nichts mehr von ihm sehen. Und das Fleisch wird noch saftiger und noch besser schmecken. Und das Schlimme an der Sache, was Hassim nicht weiß, seine Spieße werden dicker beladen, als sie sowieso schon sind. Ja, perfekt. Ja, so ist das. Eine schlechte Ruf in der Stadt. Ja. Ja, dann danke ich doch und nehme meinen Beutel wieder an mich. Ja, Maruf reicht dir danach den Beutel mit den 30 Talern. Hab Dank, edler Sayyid. Oh, Fürst Sayyid. Nein, nein, ich... ich gebe ihm einen Dirham. Oh. Aus dem Sack oder willst du ihn auf den Tisch schmeißen? Ich lege ihm einen Dirham in seine dünnen Hände. Und schau, du hast sogar ist kurz mal was. Vor Sonnenuntergang die Münze getroffen. Weil das ist das Feuer Ormuts und da oben ist die Sonne, die aufgeht. Würde er dann so stehen, dann wären wir bei der Mittagssonne und der absoluten Verurteilung. So weise hast du geworfen. Oh, es ist er weg. Was? Nice. Du hast ihn gelöscht, bevor ich ihn nah ranzoomen konnte. Der nächste, wir haben ganz viele. Die sehen nochmal anders aus. Was mal draufsteht, kann man sowieso nicht so gut lesen. Ja. Der ganze Marktplatz lichtet sich. Bis ihr nur noch da stand, du hast die Sachen perfekt gefangen. Walid scheint dich erkannt zu haben, aber scheint nichts gegen dich zu haben. Ist gut. Ja. Immer wenn wir gut. Da in der kleinen Runde stehen. Ne, das sind ja eigentlich nur noch wir paar. Ne? Dann ja. Und der Affe. Dann würde ich sagen. Ja, der ist auch dabei. Ja, ich bin aber nicht da. Also ich war ja noch am Verkaufen. Da wollte ich erstmal. Ach so. Wie sieht das denn da aus? Konnte ich überhaupt irgendwelchen armen Seelen was andrehen? Es war sehr hektisch. Du hast die Gelegenheit genutzt, dass der eine oder andere ein Mittelchen genommen hat. Einfach nur zum Beruhigungsmittel. Ein ganz einfaches Beruhigungsmittel. Ja. Ja, das war so aufregend. Da darfst du jetzt mal, mit 1W3 würfeln und so viel Danik hast du gemacht. Shaquille, mein Tropper. Ach komm, 1W6 Danik. Ich bin ja mal nicht so.
Du hast ja einen Affen. Ja. Und? Was ich denn? Bin reich. 6. Nice. 6 ganze Danik. 6 ganze Danik. Das ist, ich habe fast meinen Geldinhalt verdoppelt. Komm, komm, du hast noch mehr. Tu nicht so. Du hast doch auch noch silberne Dirham, wie jeder weiß. Meine Lebensversicherung, ja. Ihr steht jetzt ja quasi alleine dort. Ehrenwerter Walid Al-Hakim, ich muss leider gehen. Danke für eure weise Rechtsprechung. Danke, dass ihr dem guten Maruf geholfen habt. Aber ich müsste wirklich weiter. Ich muss auch gehen. Und du siehst, wie der aufsteht. Usama ist ziemlich nah. Ich würde an eurer Stelle auch gehen. Ich halte ihn ein wenig auf und rede mit ihm. Danke. Seid gesegnet. Alle sofort zum Eschball spielen ins Kaffeehaus.